Es ist ein Doppelschlag, der die Partie zwischen Lausanne und Rapperswil entscheidet. Und ja, natürlich ist der Magistrale Cervenka bei den ersten beiden Goal definitiv daran beteiligt, und zwar entscheidend daran beteiligt. Andererseits muss man auch sagen, die Rapperswiler sind einerseits zwar schon zielstrebig, die Lausanner irgendwie aber impräzise in einem Pass, in einem Aufbau spielen. Und sie haben einen Meister gefunden auf der anderen Seite, nämlich beim Goalie, Robin Meyer. Und der Stolz gerade bei mir hier. Robin Meyer, das erste Spiel für Rapperswil, gerade ein Shutout im ersten, dritten Nestleague-Spiel. Ich meine, das träumt man sich vielleicht mal aus, wenn es mal so passiert. Was geht dem so durch den Kopf jetzt gerade? Ja, das ist noch schwierig zu sagen, aber sicher schön. Guter Einstand auch für das Team. Sie wissen, sie können auf mich zählen, dass ich da bin, wenn ich spiele. Nein, ist perfekt. Ja. Aber sehr auch ruhig war insgesamt. Du tust schon auf das Herz trainieren. Was hat es vielleicht heute ausgemacht, dass du die Ruhe ausstrahlen konnte? Was hat heute gut, also es ist vielleicht heute besonders gut gelaufen? Ja, wir haben definitiv super gespielt, die Verteidigung. Sie haben nicht so viele Chancen aus meiner Sicht. Gut Boxout, immer, wir haben es eigentlich unter Kontrolle gehabt. Und dann ist es für mich auch viel einfacher.